Niki zieht mit seinen Eltern in die Stadt. 6 Jahre lang hat er in einem kleinen gelben Haus am Stadtrand gewohnt. Es lag mitten in einem Garten. Rundherum waren andere Gärten und am Ende der Straße begann der Wald. Niki kannte alle Kinder in der Nachbarschaft. Gleich morgens rannte er aus dem Haus und traf sich mit ihnen. Sie rollerten zusammen und bauten Städte im Sandkasten, sie spielten Indianer oder Bankräuber und im Winter rodelten sie die Böschung hinunter. Damit war es nun vorbei. Eines Abends, als Nikis Vater nach Hause kam, verkündete er: Wir müssen umziehen. In die Stadt. Ich will nicht. Ich will hier bleiben. Das geht nicht. Nicht? Wieso? Du weißt doch, wir haben das Haus nur gemietet und jetzt... Die Besitzer wollen es abreißen. Das dürfen sie nicht. Wir wohnen doch hier. Das Haus gehört ihnen. Sie dürfen leider damit machen, was sie wollen. Sie wollen ein großes Haus auf dem Grundstück bauen. Ein Haus mit Wohnungen? Da können wir doch in so eine Wohnung ziehen. Es werden Eigentumswohnungen. Und wir haben nicht genug Geld, um eine Eigentumswohnung zu kaufen. Nein, wir müssen in die Stadt ziehen. Hier in der Straße? Gibt es denn da keine Wohnung für uns? Wir haben schon alles versucht. Die Häuser in dieser Gegend mit den Gärten drumherum sind viel zu teuer. Ach ja, so etwas Billiges wie unser kleines gelbes Haus gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir eine Wohnung in der Stadt gemietet. In einem Hochhaus. Ich will nicht dorthin. Eigentlich ist sie auch viel zu teuer für uns. Aber ich habe von dort aus nur einen kurzen Weg zur Arbeit. Der Stadtpark ist auch in der Nähe und die Badeanstalt. Zum Haus gehört ein großer Hof. Du sollst doch Platz zum Spielen haben. Du kriegst ein schönes eigenes Zimmer. Und wenn du im Herbst zur Schule kommst, brauchst du nicht weit zu laufen. Pass auf, es wird dir gefallen. Nein, Niki wollte in dem gelben Haus und bei seinen Freunden bleiben. Als der Möbelwagen anrollte, versteckte er sich hinter den Gartenschuppen. Aber es half nichts. Niki zieht jetzt in die Stadt, die so viele Häuser hat, wo es keinen Garten gibt. Keine Wiesen, die er liebt, nur den großen Häuserblock. Die neue Wohnung lag oben im 10. Stock. Durch die großen Fenster konnte Niki weit über die Dächer blicken. Abends, wenn überall Lichter brannten, glänzte und glitzerte die Stadt und das sah schön aus. In der Wohnung war viel Platz, viel mehr als in dem gelben Haus, und in Nikis Zimmer stand ein großer roter Spielzeugschrank. Aber nicht einmal das machte Niki Spaß. Er hatte niemanden, mit dem er spielen konnte. Er ging zur Mutter in die Küche. Niki, pass auf. Du stehst mir im Wege. Musst du ausgerechnet in die Küche kommen? Du bist in der Küche. Da bin ich nicht allein. Es gibt so viele Kinder hier im Haus. Die kenne ich doch nicht. Außerdem sind die meisten viel zu groß für mich. Die wollen auch gar nichts von mir wissen. Sie kennen sich alle untereinander. Und ich? Geh auf den Hof, Niki. Da ist Platz genug. Guck mal, sie spielen Indianer. Hab schon gesehen. Du, da fährt ein Möbelwagen vor. Es zieht eine neue Familie ein. Sie haben auch einen Jungen. Guck mal. Niki sah sich den Jungen genau an. Der war auch neu und kannte keinen im Haus. Vielleicht konnten sie zusammenspielen. Aber der neue Junge ließ sich kaum blicken. Eines Tages kam Niki im Dauerlauf vom Supermarkt an der Ecke zurück. Er hatte eingekauft. Äpfel, Brot, Zucker, Käse, Butter und Backpulver. Hastig sprang er die Stufen vor der Haustür hinauf. Da stolperte er fiel hin. Neben ihm lag die Einkaufstasche. Butter, Brot und Käse waren herausgerutscht und die Äpfel kullerten die Stufen hinunter, einer hinter dem anderen. Niki rappelte sich hoch. Gerade in diesem Augenblick kam der neue Junge. Warte, ich helf dir. Danke, ich hab schon alles. Nur die Äpfel. Hab sie schon, da. Nanu, du blutest ja. Tut's weh? Thomas. Ich heiße Niki. Du bist auch neu hier, nicht? Wir sind vor einer Woche eingezogen. Und wir vor 3 Tagen. Hab's gesehen. Soll ich dir die Tasche zum Lift tragen? Wenn du willst, kannst du ja mit zu uns kommen. Ich kann dir mein Zimmer zeigen. Von mir aus? Von nun an hatte Niki wieder einen Freund. Jeden Tag traf er sich mit Thomas. Zu zweit wagten sie sich sogar auf den Hof zu den anderen Kindern. Am ersten Tag standen sie noch herum und sahen zu, doch schon am nächsten Tag spielten sie mit. Und weil Niki nicht mehr allein war, gefiel ihm die neue Wohnung oben im 10. Stock bald ebenso gut wie das kleine gelbe Haus am Waldrand. Als Niki ein halbes Jahr in der neuen Wohnung wohnte, war es soweit. Er kam in die Schule. Nächste Woche geht es los. Was geht los? Du kommst zur Schule. Ich muss dir noch ein Federmäppchen kaufen. Was für eine Farbe möchtest du haben? Rot, braun oder grün? Also, welche Farbe willst du? Am liebsten möchte ich gar keins haben.
gar keins? Ja, aber... Ich will auch nicht in die Schule gehen. Ich will wieder 5 Jahre alt sein und immer 5 Jahre alt bleiben. Warum willst du das? Weil es in der Schule schrecklich ist und alle Lehrer böse sind. Wie kommst du denn darauf? Der große Bernd von nebenan hat es mir erzählt. Der große Bernd? Der geht schon 3 Jahre zur Schule, also muss er es wissen. Rede, was hat er dir erzählt? Man darf sich nicht mucksen. Und wenn man mal schwarz oder aus dem Fenster guckt, wird man in ein finsteres Loch gesperrt. Und der Rektor hat einen dicken Stock, den holt er aus dem Schrank, wenn... Aber Niki, das stimmt doch gar nicht. Sag mal, du hast doch nicht etwa Angst vor der Schule? Niki gab keine Antwort. Er dachte, ich darf nicht sagen, dass ich Angst habe, sonst werde ich ausgelacht. Ich darf es überhaupt keinem sagen, auch Thomas nicht. Die Mutter kaufte Niki ein knallrotes Federmäppchen mit vielen Buntstiften. Sie kaufte auch eine rote, glitzernde Schultüte und füllte sie mit Schokolade, Kaugummi, Kartoffelchips und Bonbons. Aber Niki freute sich nicht darüber. Die anderen Kinder in der Klasse schwatzten und lachten und wurden trotzdem nicht in ein finsteres Loch gesteckt. Nur Niki saß stumm wie ein Fisch auf seinem Stuhl. Die Lehrerin kam zu ihm. Du bist also der Niki. Ich bin so ein großer Junge. Nein, dass du so Quatsch. So, und nun nehmt eure Buntstifte. Wir malen jetzt alle einen Hampelmann. Das könnt ihr doch. Gut, dass du das gemerkt hast, Niki. Weißt du was? Jetzt gehst du zum Hausmeister. Und gleich neben unserer Tür ist die Treppe und unten neben der Treppe ist sein Büro. Du bestellst ihm, er möge gleich herkommen. Meinst du, dass du das kannst? Klar. Niki rannte los, aber an der Treppe blieb er stehen. Die hatte ein tolles Geländer. Gerade richtig zum Rutschen. Wenn ich nach unten rutsche, bin ich noch mal so schnell beim Hausmeister, dachte Niki. Er sprang auf das Geländer und los ging es. Schnell, immer schneller, um die Kurve und dann war das Geländer zu Ende. Niki konnte nicht mehr bremsen. Er flog hinunter und prallte gegen 2 Männer, die gerade um die Ecke bogen. Au, mein Knie! Weißt du nicht, dass Rutschen verboten ist? Ich wollte sie nicht umstoßen. In welche Klasse gehst du? Ich glaube, er gehört zu den ABC-Schützen, Herr Rektor. In unserer Klasse... Klasse läuft die Heizung. Ich soll... Der Hausmeister soll... Das da ist der Hausmeister. Er sieht sich die Sache gleich mal an. Ich bin schon unterwegs. Und nun zu dir. Am besten, wir gehen in mein Zimmer. Ist da der Stock? Wie bitte? Holen Sie jetzt den Stock? Nein, ein Heftpflaster. Das kommt auf dein blutendes Knie. Und tut es sehr weh? Ist nicht weiter schlimm. Du hast Glück gehabt. Es hätte schlimmer sein können. Aber gerutscht wird nicht mehr. Du siehst ja, wie sowas schief gehen kann. Ja, das habe ich gesehen. Und Sie sind wirklich der Rektor? Allerdings, wenn du nichts dagegen hast. Dann saß Niki wieder auf seinem Platz in der Klasse. Er nahm seine Buntstifte und malte einen wunderschönen Hampelmann. Er wusste jetzt Bescheid. Der große Bernd hatte geschwindelt. Die Lehrer waren nicht böse und die Schule machte Spaß. Niki nun zur Schule geht, keinen Tag kommt er zu spät, weil er so weit laufen muss, für er lieber mit dem Bus heim zum großen Häuserblock. Jeden Mittag, wenn die Schule aus war und Niki zusammen mit Thomas nach Hause ging, blickte er sehnsüchtig hinter den großen blauen Bussen her. Der Zweier, der Fünfer, der Sechser, einer nach dem anderen rollte vorbei. Niki beneidete die Leute, die darin saßen, und er ärgerte sich, dass er nicht mitfahren konnte. Am meisten ärgerte er sich, wenn er einen Bus der Linie 8 sah, denn der Achter hielt in der Eisenbergstraße, direkt neben der Straße, in der Niki wohnte. Zu blöde, dass Busfahren Geld kostet und dass meine Mutter mir keins dafür gibt. Ich denke, mein Laufen ist gesund. So ein Quatsch. Sagt meine auch. Na, lass mal, wir sind ja gleich zu Hause. Mit dem Bus geht's aber 10-mal so schnell. Wenn ich Geld habe, laufe ich nicht. Dann fahre ich. Heute zum Beispiel. Schön dumm, das Taschengeld für Busfahren zu nehmen. Die 50 Pfennige habe ich geschenkt bekommen. Bin für Frau Marken zum Haus einkaufen gegangen. Also, ich würde mir lieber Eis dafür kaufen. Oder Kaugummi. Ich nicht. Ich fahre. Pass auf, ich bin viel schneller zu Hause als du. Und viel früher mit den Schularbeiten fertig. Erst muss der Bus mal kommen. Da kommt er schon.
Niki kaufte einen Fahrschein beim Schaffner. Dann setzte er sich ans Fenster. Er machte es sich gemütlich und sah zu, wie die Häuser und Menschen vorbeiflogen. Er beobachtete den Fahrer beim Schalten und Bremsen und die Leute beim Aus- und Einsteigen. Niki fand das alles sehr interessant. Eine Weile jedenfalls. Doch dann, ganz allmählich, bekam er ein seltsames Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht. Die Straßen, durch die er fuhr, kamen ihm so fremd vor. Kein Haus, das er kannte, kein vertrautes Geschäft. Dafür aber eine lange Allee, die er noch nie gesehen hatte. An der nächsten Haltestelle stand Niki auf. Wann kommt denn die Eisenbergstraße? Eisenbergstraße? Wir fahren nicht zur Eisenbergstraße. Ist das hier nicht die Linie 8? 8? Aber nein, das ist die 5. Die 5? Ja, wolltest du ja mit der 8 fahren? Ja, das wollte ich. Ja, da bist du im falschen Bus gestiegen. Was mache ich jetzt? Wenn du zur Eisenbergstraße willst, dann musst du wieder zurücklaufen. Immer geradeaus bis zu der großen Ampelkreuzung. Oder hast du Geld für einen neuen Fahrschein? Nein, Fahrgeld habe ich nicht. Na los, komm schnell, steig aus, wir müssen weiter. Du wirst es schon schaffen. Du hast ja junge Beine. Blöder Bus. Niki trabte los, den ganzen langen Weg zurück. Als er endlich in die Eisenbergstraße einbog, knurrte sein Magen so laut wie ein hungriger Hund. Und was am schlimmsten war, vor der Haustür traf er Thomas. Nanu? Wo kommst du denn her? Warte mal. Tja, sieht aus, als kämst du aus der Schule. Aber du bist doch mit dem Bus gefahren. Ja, das bin ich. Und da bist du jetzt erst hier? Ich habe eine Rundfahrt gemacht. Wie ist? Kommst du mitspielen? Lass mich in Ruhe. Was hast du denn? Hunger habe ich. Fährst du morgen wieder mit dem Bus? Bestimmt nicht. Nicht? Ja, aber ich dachte, dass... Busse sind blöd. Niki war böse auf sämtliche Busse, vor allem auf die Linie 5. Nicht nur, dass er so spät nach Hause gekommen war, er wurde auch später als sonst mit seinen Schularbeiten fertig. Gerade als er es geschafft hatte, kam seine Mutter ins Zimmer. Niki? Ja? Ich habe heute so viel zu tun, geh mal schnell Milch holen. Und hinterher kannst du mir beim Abtrocknen helfen. Muss das sein? Ja, das muss sein. Ich wollte mir doch ein Schiff bauen. Es ist heute sowieso schon zu spät. Das Schiff läuft dir nicht weg, aber wenn ich keine Milch habe, kann ich keinen Pudding kochen. Gut, wenn ich 30 Pfennig bekomme, helfe ich dir. 30 Pfennig? Wieso denn? Das sind ja ganz neue Sitten. Das sind moderne Sitten. Das hat mir Bernd gesagt. Bernd bekommt auch Geld fürs Helfen von seiner Mutter. Schulkinder haben nicht so viel Zeit, dass sie alles umsonst tun können. Na schön, wenn du meinst, führen wir ab heute moderne Sitten bei uns ein. Niki rannte los und kam doppelt so schnell wie sonst mit der Milch zurück. Er trocknete ab, stellte sogar das Geschirr vorschriftsmäßig in den Schrank und trug freiwillig den Mülleimer hinaus. Dann hielt er die Hand hin, um seine 30 Pfennige zu kassieren. Ich mach's doch sehr billig. Findest du nicht auch? Möglich. Ich weiß mit diesen Preisen noch nicht so richtig Bescheid. Na nu, was wird denn das? Meine Kasse. In der roten Blechschachtel waren dort deine Briefmarken. Jetzt kommt das verdiente Geld da rein. Damit ich es nicht vergesse, habe ich Kasse darauf geschrieben. Und was machst du mit dem Geld? Mal sehen. Wenn ich eine Woche lang spare, reicht es für ein kleines Auto oder ein Mickey-Maus-Hemd. Du, Mutti? Ja? Wie wär's, wenn ich heute Abend den Tisch decke? Für 10 Pfennig. Nicht mehr und nicht weniger. Ging es nicht ohne Geld? Schließlich sind wir eine Familie. Leider nicht. Aber für 10 Pfennig mache ich es jeden Abend. Beim Essen erfuhr auch der Vater, welche neuen Sitten Niki eingeführt hatte. Das wird ein teurer Spaß. Hoffentlich reicht unser Geld. Übrigens, kostet es was, wenn du mir Salz holst? Dann gehe ich nämlich lieber selbst in die Küche. Ach, Unsinn. Hier, hier ist das Salz. Danke. Du, Niki? Ja? Du musst noch deine Schuhe putzen. Ja, das mache ich gleich nach dem Essen, bevor ich schlafen gehe. Vergiss es nicht. Tu ich nicht. Aber Niki vergaß es doch. Erst im Bett fielen ihm die Schuhe wieder ein, aber da schlief er fast schon. Am nächsten Morgen standen die Schuhe mit ihren dicken Schmutzkrusten in der Ecke. Und es war schon so spät. Mit solchen Schuhen kannst du nicht losgehen. Ich schaffe es doch nicht mehr. Kannst du sie mir nicht putzen? Kann ich machen, aber nur, wenn du mir 20 Pfennig gibst. Warum denn? Du hast es doch immer gemacht. Immer umsonst, meinst du, aber das ist vorbei. In Zukunft musst du meine Hilfe bezahlen. Denkst du etwa, Mütter können alles umsonst tun? Ich hab doch kein Geld. Doch, in deiner Kasse. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Wieso? Du hast diese modernen Sitten doch selbst bei uns eingeführt. Da,
Hast du 20 Pfennig? Muss ich jetzt immer bezahlen? Natürlich. Für alles, was du für mich tust? Du wolltest es doch so haben. Ich weiß nicht. Du musst jetzt gehen, sonst kommst du zu spät in die Schule. Wir unterhalten uns beim Mittagessen noch darüber. Auf dem Heimweg von der Schule hatte Niki Zeit, über alles nachzudenken. Und beim Mittagessen sagte er... Du, Mutti? Ja? Ich glaube, wir lassen alles beim Alten. Ich dachte, du wärst für moderne Sitten. Jetzt nicht mehr. Nein? Ich habe mir's überlegt. Warum denn? Weißt du, bei diesen modernen Sitten würdest du viel mehr Geld von mir bekommen, als ich von dir. Das hast du aber schnell herausbekommen. Es bleibt also dabei, Milch holen, abtrocknen, Tisch decken. Mach ich alles umsonst. Eines Tages stand Niki so spät auf, dass er keine Zeit mehr zum Frühstücken hatte, wenn er nicht zu spät in die Schule kommen wollte. Niki stopfte seine Semmel in den Mund, schüttete die Milch hinterher und stürmte aus der Wohnung. Auf der Straße hörte er die große Turmuhr gerade 7:45 schlagen. Da habe ich nicht aufgepasst. Tut mir leid. Na, es kommt ja gleich wieder eine Kreuzung. Keine Sorge, wir schaffen es schon. Abbiegen! Jetzt müssen Sie abbiegen! Sie sind ja wieder nicht abgebogen. Halt! Anhalten! Lassen Sie mich raus! Ich muss zur Schule! Sei still. Wir fahren jetzt erstmal woanders hin. Ich zeig dir was Schönes. Ich will nicht! Ich will aussteigen! Halt! Halt! Wirst du wohl still sein? Oder muss ich dir erst den Mund zubinden? Das hätte der Mann nicht sagen dürfen. Mund zubinden. Diese Worte erinnerten Niki an etwas. Er hatte vor kurzem einen Fernsehwestern gesehen, in dem die Banditen eine Frau gefesselt und ihr einen Knebel in den Mund gesteckt hatten. Wenn der Mann neben ihm auch kein Bandit war, so war er bestimmt einer von den bösen Onkels, vor denen ihn seine Mutter gewarnt hatte. Viele Kinder, die mit einem Fremden mitgegangen oder mitgefahren waren, hatte man später tot im Wald gefunden. Niki griff nach dem Steuerrad. Mit aller Kraft klammerte er sich daran fest. Das Auto kam ins Schleudern. Loslassen! Loslassen! So eine Unverschämtheit! Der hätte uns alle totfahren können! Erst quer über den Fahrdamm und dann auf den Bürgersteig. Wahrscheinlich ist er betrunken. Wo ist denn die Polizei? Ein Wort und ich schlag dich tot. Meine Herrschaften! Bitte lassen Sie mich weiterfahren. Es ist ja nichts passiert. Das ist nicht Ihr Verdienst, wenn wir nicht zur Seite gesprungen wären. Weiterfahren? Was denken Sie sich eigentlich? Da kommt die Polizei. Was ist denn hier passiert? Steigen Sie doch mal aus. Er hat mich mitgenommen. Ich will raus. Ich will in die Schule. Ich will nach Hause. Der Bengel lügt. Der lügt wie gedruckt. Er hat auf der Straße gehalten. Ich hatte mich verspätet. Wäre zu spät in die Schule gekommen. Er wollte mich hinbringen. Und dann... Sie muss jetzt steigen Sie aus. Sie müssen mit zur Wache. Ja. Schon gut. Komm, mein Junge, komm. Wir bringen dich zur Schule. Du hast vielleicht Glück gehabt. Wenn du nicht so ein Glück gehabt hättest... Schon lange hatte Niki auf Schnee gewartet. Jeden Morgen war er ans Fenster gerannt und jeden Morgen hatte er eine Enttäuschung erlebt. Aber dann schneite es doch, ausgerechnet am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Als Niki mit Thomas von der Schule nach Hause ging, sagte er: Gleich nach Weihnachten fahre ich zu meinem Opa nach Seising. Seising? Kenne ich nicht. Das ist ein Dorf in den Bergen. Dort sind überall Rodelbahnen. Von morgens bis abends kann man Schlitten fahren.
dort woanders. Und ganz viel Schnee liegt in Seisig. Viel mehr als hier. Na toll. Schade, dass ich nicht so einen Opa habe. Übrigens, ich fahre ganz allein. Das wollte mein Opa bei uns Weihnachten feiern. Mich dann mitnehmen. Aber er kann nicht kommen. Du fährst ganz allein? Mhm. Erst wollte meine Mutter es nicht erlauben. Aber Papa sagt, ein Junge muss selbstständig werden. Prima Eltern hast du. Sie setzt mich hier in den Zug. Dann geht's los. Ganz allein. Ich bin wirklich schon groß. Beim Großvater feierte Niki zum zweiten Mal Weihnachten. Das kleine weißgetünchte Haus lag an einem Hang zwischen den Bergen. Dicht beim Großvaterhaus begannen die Skihänge. Niki hatte oft zugesehen, wie die Skifahrer mit dem Lift hinaufgefahren und wieder hinuntergeflitzt waren. Das möchte ich auch, hat er jedes Mal gedacht. Und jetzt lagen Ski unter dem Weihnachtsbaum. Voll Ungeduld wartete Niki auf den nächsten Tag. Gleich am Morgen nach dem Frühstück zog er los. Der Großvater ging mit ihm zu einem kleinen Hügel, auf dem lauter Anfänger herunterrutschten. So, nun fang an. Halt, halt! Au! Das gehört dazu, das Hinfallen meine ich. Warte, warte, ich zeig dir, wie man aufsteht. Ja, das ist gar nicht so leicht. So, nun versuch's nochmal. Achtung, Vorsicht! Pass auf! Doch, bist du schon wieder hingefallen. Naja, ja, aller Anfang ist schwer. Na, was ist? Das macht keinen Spaß. Ich hab keine Lust mehr. In Ordnung. Komm, wir gehen nach Hause. Vielleicht kauft Christians Vater uns die Ski zum halben Preis ab. Dann kannst du das Geld haben. Warte. Na, was ist? Ich glaube, ich versuch's nochmal. Recht so, mein Junge. Recht so. Hab nichts anderes von dir erwartet. Niki versuchte es noch einmal. Er fiel hin, stand auf, fiel wieder hin. Aber er gab nicht auf. Tja, ja, so ist das zu Anfang. Aufstehen, rutschen und dann wups, hinfallen. Scheußlich ist das. Ich glaube, ich lerne das nie. Du, sieh dir die Skifahrer dort an. Na, ist doch schön, oder? Wie die den Hang runterflitzen. Hm? Die können es ja auch und ich kann es nicht. Die haben es ebenso wenig gekonnt wie du. Die haben alle mal angefangen und sind 100 Mal hingefallen. Genau wie du. Ist das wahr? Und wenn sie jammernd nach Hause gegangen wären, könnten sie jetzt noch nicht so flitzen. Hm. So, und jetzt musst du lernen, den Hügel hinunter zu rutschen. Das heißt, wenn du Lust hast. Niki blickte auf die langen roten Bretter an seinen Füßen. Dann stellte er sich zurecht, presste die Lippen zusammen und rutschte los. Er fiel hin, stand auf, versuchte es wieder. Fiel hin, stand auf, rutschte und plötzlich geschah ein Wunder. Er fiel nicht mehr. Ohne zu wackeln glitt er den Hügel hinab. Ohne hinzufallen kam er unten an. Bravo! Das hast du gut gemacht. Ich versuch's gleich nochmal. Nein, nein. Für heute ist es genug. Du hast recht gehabt, Großvater. Das macht Spaß. Das ist toll. Das ist noch viel schöner als Rodeln. Das freut mich, dass es dir gefällt, meine ich. Aber jetzt gehen wir nach Hause. Zu unserem warmen Kaffeekuchen. Höchste Zeit, dass wir etwas essen. Morgen übe ich wieder. Und übermorgen gehe ich ein Stück höher hinauf. Und nächste Woche fahre ich von dem allerhöchsten Berg hinunter. Vielleicht. Aber jetzt habe ich Appetit auf eine heiße Suppe. Die haben wir verdient. Niki war wieder zu Hause. Nach dem Mittagessen zog die Mutter ihre rote Jacke an. Hör zu, Niki, ich muss dich eine Weile allein lassen. Ich habe eine Menge einzukaufen, das dauert etwa 2 Stunden. Mach gleich deine Schularbeiten, dann bist du frei und kannst spielen. Das mache ich doch immer. Zuerst die Schularbeiten, meine ich. Vergiss den Schlüssel nicht, wenn du nach draußen gehst. Es regnet ja. Da bleibe ich lieber hier und baue die Rennbahn auf. Mach, was du willst, aber zuerst die Schularbeiten. Was habt ihr denn aufbekommen? Nicht viel. Bloß etwas abschreiben. Na, dann beeil dich. Also, bis bald. Niki nahm seinen Ranzen, um das Lesebuch herauszukramen.
Aber dann ließ er Lesebuch Lesebuch sein und holte die Rennbahn aus dem Schrank. Es dauerte fast eine Stunde, bis er sie aufgebaut hatte. Als die Autos endlich lossausten, machte es ihm keinen Spaß, allein davor zu hocken. Er lief ins nächste Stockwerk hinauf zu Thomas. Er klingelte einmal, er klingelte zweimal, er klingelte dreimal. Niemand öffnete. Missmutig trottete Niki die Treppe hinunter, zurück vor die eigene Wohnungstür. Dadurch fuhr ihn ein Schreck, ein Riesenschreck. Und dieser Schreck hieß Schlüssel. Niki hatte die Tür hinter sich zugeschlagen und keinen Schlüssel mitgenommen. Verzweifelt starrte er die verschlossene Tür an. Dann hockte er sich auf eine Treppenstufe, legte das Gesicht auf die Knie und wartete. Endlich kam die Mutter und sie sagte genau das, was er sich gedacht hatte. Aber Niki, wie kann man nur so gedankenlos sein, ohne Schlüssel aus der Wohnung rennen? Sowas kann auch nur dir passieren. Bist du mit den Schularbeiten fertig? Nö. Was, nicht mal das? Na, darauf habe ich direkt gewartet. Freundchen, das ist wieder mal eine Meisterleistung. Aber glaub bloß nicht, dass du damit durchkommst. Du wirst, ich muss, ich werde... Nanu, wo ist denn mein Schlüssel? Soll ich dir etwas verraten? Ich habe auch keinen Schlüssel mitgenommen. Was sagst du nun? Da bin ich ja mit meiner Strafpredigt reingefallen. Sowas kann nur dir passieren, habe ich gesagt. Naja, wahrscheinlich hast du es von mir geerbt. Und was machen wir jetzt? Warten, bis Vati kommt. Hier im Treppenhaus? Das ist ja so ungemütlich. Nein, ich weiß was Besseres. Mit dem Besseren meinte sie die nächste Konditorei. Kaffee, Limonade, Kuchen. Niki suchte sich einen Mohrenkopf aus, mit viel Schlagsahne obendrauf. Der Kuchen ist prima. Das schmeckt. Verdient haben wir es ja nicht. Erstens wegen der Schlüssel und dann du mit deinen Schularbeiten. Die mache ich nachher ganz schnell. Du, Mutti? Ja? Eigentlich ist es komisch. Wenn Kinder etwas vergessen, kriegen sie eins auf den Deckel. Und wenn Erwachsene etwas vergessen, gibt's Kaffee und Kuchen. Ja, das stimmt. Und es ist wirklich nicht ganz recht. Niki nimmt beim Fußballspiel eine Scheibe sich zum Ziel. Und nach diesem Scherbenfall nimmt ein böser Mann den Ball. Niki geht zum 10. Stock. 3 Tage lang hatte es geregnet. Endlich hellte sich der Schlechtwetterhimmel auf und der Wind zerriss die Regenwolken. Niki hielt die Hand aus dem Fenster, sie blieb trocken. Mit seinem Fußball im Arm rannte er zum Lift, aber nach 5 Minuten war er schon wieder zurück. Um Himmels Willen, was ist los? Hast du was angestellt, Niki? Der böse Mann, mein Fußball, das Fenster, mein Ball, der böse Mann. Ich verstehe kein Wort. Ich habe auf dem Hof Ball gespielt, aufs Tor geschossen. Aufs Tor? Die Hauswand ist das Tor, die eine Hecke. Ich wollte trainieren, habe auch gleich ein Tor geschossen. Und dann rief die Frau im 4. Stock, ich soll aufhören. Und der Hausmeister rief, er würde sich bei der Hausverwaltung beschweren. Und da wollte ich noch ein Tor schießen, ganz leise. Und da ist der Ball ins Fenster vom bösen Mann geknallt. Die Scheibe ist natürlich kaputt. Es hat ganz schön gekracht und geklirrt. Und ich... Du bist einfach weggelaufen? Klar. Meinst du, ich warte, bis der böse Mann... Böser Mann, was ist das bloß für ein Gerede? Bis jetzt hat er euch doch nur gesagt, dass ihr leiser sein sollt. Und damit hat er ganz recht bei dem Geschrei, das ihr auf dem Hof macht. Ihr könntet wirklich ein bisschen Rücksicht nehmen. So, und jetzt gehen wir zu ihm hin und du entschuldigst dich und ich sage ihm, dass wir versichert sind und den Schaden bezahlen. Nein, nein, ich hab Angst. Ich... Ja, bitte? Mein Name ist Thiele. Ist das Ihr Sohn? Ja, wieso? Dann ist das vermutlich sein Ball. Ja, bitte kommen Sie herein. Ich weiß schon, was er gemacht hat. So? Sie wissen, was er gemacht hat? Am Ende heißen Sie es auch noch gut. Kinder müssen spielen. Kinder müssen sich austoben. Aber nicht auf Kosten der anderen Miete. Ist denn viel kaputt gegangen? Die Fensterscheibe und eine Kaffeekanne. Reicht das nicht?
Wir ersetzen Ihnen natürlich den Schaden. Wenn Sie wollen, sage ich dem Glaser Bescheid. Gleich morgen. Auch eine neue Kaffeekanne kann ich Ihnen besorgen. Es tut mir leid, dass... Es ist mir egal, ob es Ihnen leid tut. Und bezahlen nützt gar nichts. Wer bezahlt mir den Ärger? Ich bin krank. Ich muss Ruhe haben. Verbieten Sie gefälligst Ihrem Sohn, sich auf dem Hof herumzutreiben. Ich werde dafür sorgen, dass er die Mittagszeit einhält und nicht vor drei auf den Hof geht. Aber irgendwo müssen die Kinder doch spielen. Was gehen mich fremde Kinder an? Ich bin krank. Ich brauche Ruhe. Ich werde mich beschweren bei der Hausverwaltung. Die Kinder verschwinden vom Hof. Darauf können Sie sich verlassen. Von nun an sah Niki unten im Hof immer wieder sorgenvoll auf das Fenster, in das sein Ball geflogen war. Herr Thiele ließ sich nicht mehr blicken. Er schien verschwunden zu sein. Doch dann, nach zwei Wochen, kam ein Brief von der Hausverwaltung. Abends beim Essen las der Vater den Brief vor. Das Spielen der Kinder auf dem Hof ist verboten, außer von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr. Das war dieser Thiele. So ein Ekel. Kannst du nichts dagegen tun? Morgens bin ich in der Schule und nachmittags bloß 2 Stunden. Schrecklich. Wenn man an den Krach denkt, den die Autos und die Flugzeuge machen, die dürfen das. Aber die Kinder sollen sich möglichst nicht rühren. Das ist nun mal so in einem großen Haus, in dem viele Menschen leben. Kinder, junge Leute, alte Leute, gesunde, kranke, empfindliche. Jeder will sein Recht haben. Ja, der eine will Ruhe haben, der andere will herumtoben können. Schwierig, alle unter einen Hut zu bringen. Und die Kinder wegjagen, das ist noch am einfachsten. Wisst ihr was? Ich mag hier nicht mehr wohnen. Du wohnst nun aber mal hier. Und vielen Kindern geht es noch viel schlechter. Für dich ist das wirklich nur halb so schlimm, Niki. Du hast ja nicht nur den Hof. Du hast auch noch die Badeanstalt in der Nähe und den Spielplatz im Park. Ja, du wirst immer größer, Niki, und darfst bald allein hingehen. Und im Winter kannst du rodeln und Schlittschuh laufen. Und deine Hausaufgaben machst du ja auch nicht auf dem Hof. Als Niki in die große Stadt zog, konnte er noch nicht schwimmen. Erst im nächsten Frühjahr war es soweit. Niki schwamm sich frei. Das wurde ein großer Festtag. Er bekam eine Urkunde und die Mutter nähte ein Freischwimmerabzeichen an seine Badehose. Einmal war Niki allein in der Badeanstalt. Thomas hatte zu einem Tantengeburtstag gehen müssen. Und auch von den anderen Jungs aus dem Häuserblock war keiner da, nur der große Bernd. Hey, Niki! Komm, spring jetzt alle vom 3-Meter-Brett. Ich hab keine Lust. Quatsch nicht. Du hast Angst. Seht euch den Feigling an. Ich hab keine Angst. Dann komm. Los, spring. Du fängst an. Na, was ist? Doch Angst? Seht mal, wie ängstlich er auf dem Brett steht. Er wagt sich nicht mal zur vordersten Spitze. Na, spring schon. Nein, 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 nein. Feigling, Baby, du hast also doch Angst. Niki schämte sich vor der ganzen Badeanstalt. Mit eingezogenem Kopf lief er zur Umkleidekabine, nahm seine Sachen und ging nach Hause. Seine Mutter machte ein erstauntes Gesicht. Schon wieder da? Tag, Niki. Na, wie war's in der Badeanstalt? Ich gehe nie wieder hin. Warum denn nicht? Ich denke, das ist das Schönste vom ganzen Sommer. Der große Bernd, der hat... Was hat er? Erzähl mal. Der wollte, dass ich vom 3-Meter-Brett springe. Das ist ja unerhört. Dieser Bernd ist ein ekelhafter Bengel. Und deswegen willst du nicht mehr zum Baden gehen? Ja, deswegen. Na schön, bleib zu Hause. Ich kann mich da nicht mehr sehen lassen. Alle denken, ich sei feige. Weil du nicht vom 3-Meter-Brett gesprungen bist? Ja. Also dann will ich dir mal was sagen. Feige warst du nicht. Du bist erst 7. Und mit 7 braucht man nicht vom 3-Meter-Brett zu springen. Dazu ist später noch Zeit. Aber der große Bernd... Der Bernd, der ist feige. An Kleineren zu quälen, das ist feige und gemein. So einen Feigling lass ruhig über dich lachen. Und die anderen Leute? Die anderen Leute haben wahrscheinlich nicht mal was bemerkt. Und der Bernd, der reibt sich die Hände, weil er dich vergrault hat. Da kannst du recht haben. Weißt du, was mutig wäre? Wenn du morgen wieder in die Badeanstalt gehst und ihm zeigst, dass du dich nicht kleinkriegen lässt. Wirklich, das wäre mutig.
Viel mutiger als ein Sprung vom 3-Meter-Brett. Am nächsten Tag blieb Niki zu Hause. Am übernächsten auch. Aber am dritten Nachmittag nahm er sein Badezeug und einen neuen Wasserball und ging in die Badeanstalt zusammen mit Thomas. Niki will auf Reisen gehen. Vaters Auto ist so schön. Und am Sonntag fahren sie los. Was ist mit dem Auto bloß? Auf der Straße bleibt es stehen. Ja, Niki hatte sich eine ganze Woche darauf gefreut. Am Sonntag wollten sie frühmorgens aus der Stadt hinausfahren, das Auto irgendwo stehen lassen und durch den Wald zum Fluss wandern. Dort am Ufer wollten sie ein Feuer machen und Würstchen braten. Doch als er am Sonntagmorgen zu seinem Vater ans Bett lief, war alles vorbei. Ach, tut mir leid, Niki, aber aus unserem Plan wird heute nichts. Nichts? Aber... Onkel Gerd hat gestern Abend noch angerufen. Er baut im Garten einen Schuppen und braucht mich zum Helfen. Mein Elektrobohrer soll ich auch mitbringen. Nein, das geht doch nicht. Du hast es mir versprochen. Ja, nun reg dich doch nicht auf. Wir fahren ein andermal an den Fluss. Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag will ich nicht. Ich will heute. Du hast es versprochen. Und was man verspricht, muss man halten. Ach, tut mir leid, Niki. Ich würde auch lieber mit dir an den Fluss fahren. Aber ich kann Onkel Gerd nicht sitzen lassen. Aber mich kannst du sitzen lassen. Immer mich. Hör zu, Niki. Nächsten Sonntag bestimmt. Du kannst dich drauf verlassen. Ich glaube dir nicht mehr. Pass auf. Wir beide fahren gleich nach dem Frühstück zu Onkel Gerd. Das ist auch schön. Und du kannst mit Karin und Uwe spielen. Die hast du lange nicht gesehen. Na? Was hältst du davon? Alles wieder in Ordnung? Die kleine Stadt, in der Onkel Gerd wohnte, lag etwa 30 Kilometer entfernt. Der Vater fuhr mit seinem Auto über eine einsame Landstraße quer durch die Felder. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er die Autobahn genommen hätte, denn plötzlich fuhr das Auto nicht mehr weiter. Ach, so ein Reinfall. Was ist? Das muss die Hinterachse sein. Bestimmt ist die Feder gebrochen. Jetzt sind die Räder blockiert und können sich nicht mehr drehen. Fährt es jetzt nicht weiter? Kein Stück. Wir müssen ins nächste Dorf laufen. Hoffentlich finden wir dort eine Werkstatt, die es abschleppt. Aber wie denn? Wenn sich die Hinterräder nicht mehr drehen? Es muss hinten hochgehoben werden. Das kostet mindestens 300 Mark. Das Abschleppen meine ich. Immer dieser Ärger mit den verflixten Autos. Komm, wir gehen. Ja, los geht's. Wir laufen querfeldein. Immer auf den Kirchturm zu. Der Vater legte den Arm um Nikis Schultern und sie marschierten los. Es war ein langer Weg. Doch für Niki hätte er noch länger dauern können. Zuerst sorgten sie dafür, dass das Auto abgeschleppt wurde. Dann machten sie sich einen gemütlichen Sonntag. Sie aßen Hähnchen im Dorfgasthaus und nachher spendierte der Vater Niki Eis. Dann gingen sie durch den Wald zum Fluss. Sie fanden eine Menge Himbeeren, viel mehr als sie essen konnten. Und sie beobachteten die Rehe. Später zeigte der Vater Niki, wie man Steine über das Wasser springen lässt. Du kannst das gut. Hab's auch lange geübt, als ich ein Junge war. Warum kann ich es nicht? Ah, lass nur, das kommt schon noch. Klar. Komm, wir müssen weiter. Du, Vati? Ja? Eigentlich ist es komisch. Was ist komisch? Dass eine Autopanne so schön ist. Eine Autopanne ist nicht schön. Ohne die Autopanne wäre es kein so schöner Sonntag geworden. Noch viel schöner, als ich mir vorgestellt habe. Seitdem Niki zur Schule ging, bekam er Taschengeld. Jeden Sonntag 50 Pfennig. Das waren 2 Mark im Monat. Zuerst dachte er, das Geld würde nie alle, aber er irrte sich. Eines Tages entdeckte er in einem Schaufenster ein Feuerwehrauto. Er hätte sich gern gekauft, aber er hatte kein Geld mehr. Das ganze Taschengeld war draufgegangen für Mickey-Maus-Hefte, Kaugummi, Waffeln und Zuckerstangen. Beim Mittagessen erzählte er der Mutter von dem roten Feuerwehrauto. Kauf es mir doch, bitte! Es ist so schön. Ich möchte es so gerne haben. Du hast doch jeden Sonntag 50 Pfennig bekommen. Hast du denn gar nichts gespart? Nur eine Mark 30 mit der Mark von Opa. Wer kein Geld hat, kann sich nichts kaufen. Du musst eben noch warten. In ein paar Wochen hast du das Geld zusammen.
Dann ist das Feuerwehrauto bestimmt nicht mehr da. Es gibt haufenweise kleine Feuerwehrautos. Es kostet nur 3,20 Mark. Hör zu, Niki, wenn ich Nein gesagt habe, dann heißt das auch Nein, also Schluss jetzt. Von nun an rannte Niki jeden Morgen und jeden Mittag voller Unruhe zu dem Spielzeugschaufenster. Erst wenn er das Feuerwehrauto gesehen hatte, war ihm wohler. So ging es einen Tag, zwei Tage, drei Tage, bis am vierten Tag etwas passierte. Niki fand im Lift ein 2-Mark-Stück. Jetzt hätte er sich das rote Feuerwehrauto kaufen können, aber durfte er das? Musste er das gefundene Geld nicht abliefern? Niki nahm sein gespartes Geld und das gefundene 2-Mark-Stück und kaufte sich das Feuerwehrauto. Ganz wohl war ihm nicht dabei. Was sollte er seiner Mutter sagen? Unten im Treppenhaus war die Hausmeisterin dabei, den Boden zu wischen. Na, Niki? Gibt's was? Nö. Warum stehst du denn da wie eine Salzsäule? Hast du was ausgefressen? Ich? Ach wo? Ich möchte bloß was wissen. So? Was denn? Wenn einer 2 Mark im Lift findet und liefert sie nicht ab, was passiert dann? 2 Mark? Nur bei 2 Mark passiert überhaupt nichts. Die kann man behalten. Wie soll man denn rauskriegen, wem diese 2 Mark gehören? Bei so vielen Leuten im Haus. Alles, was unter 5 Mark wert ist, gehört dem Finder. Das steht sogar in den Vorschriften. Hast du 2 Mark gefunden? Ja. Na, dann kauf dir was Schönes dafür. Hab ich schon. Hab ich längst getan. Oben in der Wohnung im 10. Stock angekommen, rief Niki: Mutti, Mutti, sieh mal, ich habe das rote Feuerwehrauto. Das freut mich. Kann ich mit ihm spielen? Gleich, erst muss ich etwas mit dir besprechen. Handelt es sich um das Feuerwehrauto? Nein, die Sache ist ja jetzt erledigt, denke ich. Ja, die ist erledigt. Also, vorhin war Fräulein Bergmann hier. Du weißt doch, die vom Kindergarten an der Ecke. Mhm. Fräulein Bergmann heiratet. Sie zieht in eine andere Stadt und es findet sich niemand, der ihre Stelle übernimmt. Jetzt hat sie mich gefragt, ob ich es machen würde. Was? Na, im Kindergarten arbeiten, mit den Kindern spielen, basteln und so. Etwa als Kindergartentante? Kindergartentante ist mein Beruf, das weißt du doch. Es macht mir Spaß. Was meinst du, wie gern ich es wieder wäre? Aber dann bist du ja weg. Das geht doch nicht. Bloß vormittags, von 8 bis 12. Mittags bin ich wieder zu Hause, da ändert sich nichts. Naja, ich denke noch mal darüber nach. Beim Abendessen fing die Mutter wieder davon an. Sie erzählte dem Vater von Fräulein Bergmanns Besuch. Eigentlich könnte ich es gut machen. Niki geht zur Schule, die Wohnung ist ruckzuck sauber und die Wäsche kommt in die Waschmaschine. Und einmachen ist Quatsch, weil die Konserven im Supermarkt viel billiger sind als Obst und Gemüse. 4 Stunden am Tag habe ich leicht übrig. Und im Kindergarten werde ich gebraucht. Ich weiß nicht recht. Aber ich weiß es. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich habe solche Lust dazu. Und ich werde gebraucht. Und außerdem verdiene ich dort Geld. Dann musst du nicht dauernd Überstunden machen. Und wir können mal in Urlaub fahren. Tu, was du willst. Nicht wahr, Niki? Du hilfst mir. Du gehst jetzt einkaufen. Und abtrocknen kannst du auch. Nicht wahr? Du freust dich doch auch, wenn wir mehr Geld verdienen und du endlich ein Fahrrad bekommst. Aber Niki freute sich nicht. Er fand Abtrocknen scheußlich. Bis zu dem Tag, als er früher als sonst aus der Schule kam, weil die Lehrerin krank war. Niki ging zu seiner Mutter in den Kindergarten. Es war das erste Mal, dass er die Mutter bei der Arbeit sah. Er blieb nicht lange dort. Er hatte nur den Wohnungsschlüssel holen wollen. Als er wegging, saß draußen im Flur eine Frau und wartete. Sie fragte: Was tun die Kinder jetzt? Meine Mutter schnippelt mit ihnen. Deine Mutter? Ach, ist Tante Margit deine Mutter? Na, da hast du aber Glück. So eine nette Kindergärtnerin war noch nie hier. Was die alles mit den Kindern macht und wie gern sie alle haben. Meine Tochter wollte früher nie in den Kindergarten gehen. Jetzt kann sie es morgens gar nicht erwarten. Meinen Sie wirklich meine Mutter? Na, wen sonst? Aber du weißt ja sicher selber, wie sie ist, nicht wahr? Klar. Dabei hatte Niki bis heute keine Ahnung davon gehabt. Er hatte gewusst, dass die Mutter seine Mutter war, mehr nicht. Jetzt begriff er plötzlich, dass sie außerdem noch etwas anderes war. Eine tolle Kindergärtnerin, die beste, die es gab. Und solche Mutter hatte nicht jeder. Niki lief nach Hause, stellte seinen Ranzen in die Ecke und ging in die Küche. Eigentlich wollte er sich einen Apfel holen, aber dann sah er das schmutzige Geschirr. Und dann... Niki wäscht die Teller ab.
die Zeit der Mutter knapp, welche, wie ihr alle wisst, Kindergarten, Tanten.